Oh shit, Mann. Sehr gut. Den Scout hat's erwischt. Wow. Alles vorbeigesetzt. Aber der Typ kriegt halt auch echt kaum Schaden, ne? Ist schon böse so. Ja Mensch. Okay. Super Ragnate. Ja, eine kleine Menge Schaden wird am Anfang jeder Spielerphase geheilt. Manchmal hat eine Einheit großen Schaden erlitten und braucht schneller Hilfe. Sie brauchen Ragnate. Okay. Noch ein Produkt aus Ragniterz. Ragnate kombiniert Heilung und Antibiotikum in eine einzelne Medizin. Das ist ganz cool. Okay. Ich will es mit der Fähigtaste, dann drück R1 und wähle ein Ziel. So. Platziere das Fernkreuz über einen nahen Verbündeten und heile sie. Oder platziere sie über niemanden und nutze das Ding, um dich selber zu heilen. Gut. Gut. Aua. Wow. Das war intelligent, ja. Das war very intelligent. Das dürfen wir also nochmal machen. Ups. Game over. Nein. Retry Battle, ja. Okay, die Position von Alicia war suboptimal. Ich meine, wir konnten die Scouts gut ausschalten, aber die Gegner sind halt zu nah an uns rangekommen und das war doof. Ist aber okay. Ist okay. My turn, okay? So, dann werden wir uns jetzt hierhin begeben. Und unseren Zug hier beenden. Und die anderen beiden bleiben einfach stehen. Ganz ehrlich, da haben wir 3 Kommandopunkte für die nächste Runde mehr. Das ist eine coole Sache. Ja, das sind 500 Schaden gegen das Tor. Mist. Naja. Oh. Okay, die werfen doch Granaten ran, ja. Ja, ganz toll.
Autsch. Okay. Yo. Okay. Okay. Den hat es ein bisschen zerlegt. Finde ich gut. Daran? Reicht das? Ich habe die Befürchtung, dass nein. Ich habe die Befürchtung, dass nein. Das heißt, wir klettern hier mal hoch und werfen von hier oben. Das reicht auf jeden Fall. Yo. Und der Shock Trooper ist einfach mal weg. Okay. Lassen wir es mal dabei. Sehr gut. Okay. Damit wäre der auch ausgeschaltet. So, Runde crouchen. Und das wäre erledigt. Und du heilst mal bitte, Alicia. Das ist mir gerade so ein bisschen wichtig. Okay. Okay. So. Rest nehmen wir wieder mit. Acht Schaden pro Schuss ist halt echt nicht viel. Okay. Ach komm schon. Echt jetzt? Okay. Doch noch erwischt. Schwein gehabt. Oh, Welkin ist da. Endlich. Endlich. Wo ist er da hinten? Gut. Entering combat. Ja. Ah ja. The tank should be able to breach that wall. It may provide us with a shortcut, Welks. All right, let's give it a shot. Hang in there, Alicia. Okay, über Panzer.
Panzer haben eine Feuerkraft und Widerstandsfähigkeit, die die von Fußsoldaten weit überschreitet. Sie sind in der Lage, nahezu jedes Feuer von Fußsoldaten abzuwehren. Dadurch werden sie eine solide Wand für die eigenen Bodentruppen, um sich dahinter zu verstecken. Anders als Bodentruppen heilen Panzer aber keine HP am Anfang eines Zuges. Panzer brauchen auch zwei Kommandopunkte, um im Kommandomodus ausgewählt zu werden. Okay, wenn man sich zu sehr auf Panzer im Kampf verlässt, wird man schnell zu wenig Kommandopunkte haben. Okay, außerdem benötigen Panzer auch AP, um sich zu drehen. Behalte das also im Hinterkopf. Und plane im Voraus, in welche Richtung gedreht deine die Runde enden soll. So nach dem Motto. Ja. Felicia, I'm sorry we're late. Welkin, you have a tank? We can talk later. Right now, we need to stop those soldiers. Das stimmt wohl. Enemy tank sighted, Welks. Switching to anti-tank combat. Armor-piercing shells loaded. All right, let's go take it down. Jo. Wo komme ich an den feindlichen Panzer ran? Nee. Natürlich nicht. Mist. Okay, ist aber kein Problem. Mit einem Panzer angreifen. Panzer haben drei Hauptangriffstypen. Panzerbrechende Munition. Explosive Mörsermunition und eine aufgesetzte Machine Gun. Armorbrechende Patronen sind effektiv gegen Gegner in harter Rüstung wie Panzer. Die explosive Mörser wird ein großes Gebiet treffen, was ideal gegen Wohneinheiten ist. Der Mörser bewegt sich in einem Bogen. Ziele auf das Zentrum mehrerer Gegner fürs beste Resultat. Aber bedenke, dass die Munition begrenzt ist. Ja gut, das ist nicht das Problem. Und die Machine Gun ist am besten dafür geeignet, Gegner zu treffen, die zu nah dran sind für den Mörser. Und wird genutzt, um ankommende Gegner abzufangen. Ja, gut. Wow, das war ein bisschen wenig. Ein paar wenig Treffer. Naja. Panzer haben zwei separate Hitpoints, die Body-Hitpoints und die Tread-Hitpoints. Angriffe auf den Körper des Tanks, des Panzers und die Hauptwaffe werden die BHP, also die Body-Hitpoints, verringern und der Angriff auf die Trassen, oder die, ich vermute mal, die Ketten, die Bewegungsketten, bringen die. Jo. Genau, wenn die Body HP 0 erreichen, ist der Panzer zerstört. Wenn die Tread HP 0 erreichen, sind die AP drastisch reduziert.
Ja. Und es ist leichter, die Treads zu zerstören als den Body. Auch mit Granaten. So, ein Panzer zum Stillstand zu bringen, bevor man ihn ausschaltet, könnte eine Strategie sein, die sowohl sicher als auch doch sinnvoll ist. So, die glühenden blauen Radiatorplatten hinten am Panzer sind sein Schwachpunkt, wo sogar normale Standardkugeln einigermaßen Schaden anrichten können. Versuche hinter gegnerische Panzer zu gelangen, um eine Chance zu haben, sie zu erledigen. Und sei dabei vorsichtig, deinen eigenen Arsch nicht gegnerischem Feuer zu offenbaren. So. Okay, ja, keine AP mehr, leider. Aber das stört mich tatsächlich nicht. Denn wir haben mehr als genug CP. Was sehr gut ist. So. Dann wollen wir doch mal mit unserer Anti-Armor auf das Ding da feuern. Na, toll. Nicht richtig getroffen. Naja. Egal. Egal. So. Nisha, hast du noch Granaten? Ja, du hast noch eine Granate. Das finde ich gut. So. Die werfen wir ihmchen dann mal vor die Füße. Würde ich sagen. Hallöchen, Xnü? XNY? Wie auch immer. Hi. Schön, dass du da bist und so. Ich denke, wir gehen mal auch hier rüber. So. Gut, beenden. Da die Bewegung und XY. Okay. Oh, ich mag das Spiel sehr. Ich mag es sehr. Ich meine, ich zitiere mal so ein bisschen den Tweet, den ich gesendet habe. Eine Kombination aus rundenbasierter Strategie und Anime-Design. Was gibt's Besseres? Ja. Also von daher. Yes, we stopped it. Nice work, Ace. Woohoo! Now you're my hero, Welkin. The Imperials are running off for now. Looks like we bought some time, at least. Welks! Welks! It's a boy! Martha had a boy! She can't fit in Dad's tank? Jein, ich habe die ersten paar Missionen schon mal gespielt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie weit. Auf jeden Fall weiter als hier. Als ich jetzt bin, aber es waren vielleicht, keine Ahnung, 5, 6 Missionen oder sowas, die ich gemacht habe. Und ich weiß nicht, warum ich damals nicht weitergespielt habe. Und ja, seitdem lag es bei mir rum. Und ich will es jetzt endlich mal beenden. Darum bitte ich. Darum bitte ich. Definitiv. Spoiler sind doof. Keiner mag Spoiler. Yay. Viel Erfahrung, bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Story wirklich so genial wird. Ich denke aber schon, also das, was ich halt bisher gesehen habe, ist schon mal gutes Storytelling. Was under imperial control. Though a mere skirmish by Empire standards, the raid on Brule would mark Welkin Gunther's first taste of battle and begin his rise to a Galleon hero. Alicia. I thought I would be ready for this. I knew war meant this might happen. It hurts. Seeing my town overrun like this, seeing all those people killed, it's just not right. How could all this happen? It isn't human, Welkin. We look at those birds and see how wild and free they are. But they all have their own territories. If anything threatens their home, they'll risk their lives to defend it. People are animals too. We do what we have to, when we have to. Animals are in a constant struggle to stay alive, but I've also seen them help each other, almost like they were cooperating in order to survive. Cooperating? That's why I'm so into studying natural science. That coexistence. I want to know how it works. If we could figure that out, mankind could put it to use for our own survival. That's why I want to be a teacher, so that I can pass that knowledge on to the children. I mean, even if we can't completely eliminate war, at least we might learn to live together as one people. You think so? Welks, look. Martha fell asleep, so that makes me the babysitter. See, Alicia? Oh, he's adorable. Just like you said. Even in war, new life happens all around us. Come here. Look, that's your hometown. Someday. We'll come back home again. Yes. Someday soon. I know it. Chapter 3. Vassal Urban Warfare. Gucken wir doch mal. Gucken wir uns diese Episode doch auch mal an. In March of 1935, the Empire began its invasion across Gallia's eastern border. Maximilian, commander of the Gallian invasion front, built his army around mobile armor. Ghirlandio and the other fortresses along the border fell to his tanks in quick succession. Brule's fall in under 2 hours was typical of villages in the Empire's path, and the road to the capital bore a steady flow of refugees. Hey, zu schnell weggedrückt. Naja. Randgrees, Gallia's capital. A town secure and stable since ancient times. Within its walls stood the castle Randgrees, and within its unicorn spire resided Cordelia, Gallia's princess. Supporting Gallia's policy of neutrality was a system of universal conscription. Under it, all schools required military training each year. In the event of a war, citizens were then drafted into the militia to defend their country. As the conflict with the East grew worse,
Both Welkin and Alicia found themselves no exceptions to that fate. So these are my new digs. Oh, my uniform. I should get changed before reporting in. Better get. Hey. Wahrscheinlich better get used to wearing it. Oder was in der Richtung? Flares, binoculars, a compass and a map. Und mein Upload muckt gerade schon wieder rum. So wie vorhin kurzzeitig. Ist doch nicht wahr hier. Warum? Warum machst du sowas? Everything you need for a nice hike. Or combat. Welkin? Can I come in? Sure, it's open. Oh, you're already changed too. Let's see. Not bad, not bad. You look good, actually. So, how about me? Do I look all right in this? Convincing? Let's take a look. Yeah, you look fine. You wear it like a pro. Really? You're not just saying that? Of course not. You look tough. I like it. Oh, good. I was worried it looked kind of silly. No way. That plating on the back? It's like a coleopterid exoskeleton. Beetle-tastic. Wow. Coleo what? And did you just say beetle? Welkin? What kind of girl wants to hear that she looks like a bug? Huh? Not just any bug. A rhinoceros beetle, king of the insects. Who wouldn't want that? Uh-huh. I guess I'll just try to take that as a very Welkin sort of compliment. Tell me about that scarf. You've been wearing it since I met you. Oh, this? It's part of my uniform from the bakery. Is that right? I don't want to forget the time I spent busting my buns baking. I plan to keep wearing it until I can get back to manning the ovens again. That's great. Once you do, I'll be first in line to get some of that bread. Is that a promise? Well, I'll be sure to have plenty of it ready and waiting for you. Absolutely. Hey, if you're ready, we should probably go see the captain now. Frame drops über Frame drops. Ganz ehrlich, das hat so wenig Sinn. Das hat so leider wenig Sinn. Das heißt, wir müssen andermal weiter streamen. Mann, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr als knappe 2 Stunden machen, aber wenn mein Upload das nicht will, dann dann ist das so, ne? Da, weil das bringt euch halt auch nichts. Deswegen danke trotzdem, dass du warst, X und Y, und so weiter, ne? Ach du, eigentlich ist meine Internetleitung echt gut. Ich weiß nicht, warum die gerade rumspinnt. Keine Ahnung, was Vodafone da gerade wieder für Probleme mit dem Kabelnetz hat. Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Mal gucken, wann das sein wird. Nächstes Wochenende definitiv nicht, weil da muss ich arbeiten. Mal schauen. Mal schauen. Gut, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.